Bindung des Anwurfs. Da ärgert sie sich. Aber so ist die Regel. Und jetzt muss Schwerin hier in Unterzahl weiterspielen. Und die Chance für Neubrandenburg natürlich. In dieser engen Phase, es sind doch etwas mehr als 3,5 Minuten zu spielen. Hier nochmal ranzukommen, es sind ja 4 Tore. Aber da muss man vielleicht auch etwas schneller spielen und vielleicht auch noch etwas riskieren. Und man traut sich nicht, jetzt traut sie sich. Und Güdokeit wieder. Nein, scheinbar doch das Torgehäuse. Weil es gibt Einwurf für Grünwald-Schwerin. Und das Spiel nähert sich der Entscheidung. Und Kriegsmann sucht sie die Lücke, bekommt den Freiwurf. Und die Zeit läuft gnadenlos runter gegen Fortuna Neubrandenburg. Jeske! Der Ball ist vorbei. Passives Spiel auch angezeigt. Sie musste was machen. Jetzt der Wechsel. Bayer müsste da hochsteigen, traut sich nicht. Und das war schlecht gelöst. Das war sehr schlecht gelöst. Von Simon Neid. Und jetzt darf Schwerin gleich wieder auffüllen. Jetzt darf Schwerin wieder auffüllen. Jetzt verlieren sie den Ball. Das war klasse gespielt. Und Güdokeit. Da gibt es ja schon Jubelsprünge auf der Trainerbank von Grünwald-Schwerin und das Abklatschen mit dem Trainer. Die Entscheidung in diesem Spiel. 1,5 Minuten sind es noch. 23:19 für Grünwald-Schwerin und das ist für Neubrandenburg hier nicht mehr zu holen. Kriegsmann, da hat sie ihn auf den Kopf gekriegt. Elisa Matschke. Schlechter Pass. Aber Zeit angezeigt. Es gibt nochmal Freiwurf. Zeit ist angezeigt. Jeske an die Latte. Aber es wird egal sein jetzt. Das ist. Trainer sagt auch, Finger weg, lass sie spielen. Auch wenn der Ball jetzt nochmal drin ist. Von Anna Pügritz. Sina Güdokeit, die nach der starken Leistung hier rausgespielt hat. Jetzt kommt noch die dritte Torhüterin. Anna Hahn nochmal die Möglichkeit, ein paar Spielminuten zu sammeln. Und dann sind es noch 20 Sekunden und dann ist das Spiel hier rum. Kriegsmann verliert den Ball. Klemm holt ihn sich, Einwurf. Für Grünwald. Der Ball nochmal drin, aber das macht nichts. Der zählt nicht und das war's. 23:20 gewinnt Grünwald-Schwerin gegen Fortuna Neubrandenburg. Nein, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es gibt nochmal den Freiwurf. Jetzt ist das Spiel beendet. 23:20 gewinnt Grünwald-Schwerin gegen Fortuna Neubrandenburg und zieht damit an den Neubrandenburgerinnen vorbei.
Liebe Handballfreunde, wir möchten nun unsere unabhängige Stellung einmal nutzen, um einen kleinen Appell in die Handballwelt auszusprechen, und zwar an die Zuschauer gerichtet, die wir ständig in den Hallen finden. Natürlich ist es wunderbar, dass die Zuschauer hier in die Hallen kommen und für viel Stimmung auch bei den Jugendspielen sorgen, aber gerade bei den Jugendspielen würden wir uns etwas mehr Fairness wünschen, auch gegenüber den Schiedsrichtern, die hier auch nur ihr Hobby ausüben und versuchen, das Beste zu machen. Und man ist als Elternteil, als Trainer auch ein großes Vorbild für die Kinder, die hier spielen. Und das sollte man auch wahrnehmen und sich etwas zurückhalten da oben. Sie anfeuern, lautstark anfeuern, das gehört alles dazu, aber mehr dann auch nicht. Und das wünschen wir uns vom Schweriner Fernsehen. 23:20 endet das B-Jugend-Spitzenspiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und Fortuna Neubrandenburg. Wir wenden uns erstmal an die Heimmannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Es hat gereicht, nachdem man in der ersten Halbzeit dann doch zurücklag, sogar 5-1 zurücklag. Was hast du den Mädchen in der Pause mitgegeben? Weil die kamen mit deutlich mehr Dampf. Ja, also das stimmt zuallererst und danke für den Glückwunsch. Das stimmt, wir sind schlecht gestartet. Ich habe das aber so erwartet, weil sich die Mädels sehr viel vorgenommen haben. Wir haben viele Dinge geübt und probiert und genau das habe ich gesehen, haben sie versucht. Und dabei haben sie vergessen, die offenen Türen in der Abwehr der Neubrandenburger einfach zu durchschreiten. Sie haben ihre Auslösehandlungen versucht zu spielen und haben dabei vergessen, das Tor zu werfen. Ja, das Gleiche gilt dann auch, ne? Besser gewesen in der ersten Halbzeit, ihr habt geführt mit 13-12, habt ihr noch Pech gehabt, dass ihr kurz vor Schluss noch das Gegentor kriegt, sonst geht ihr mit 2 Toren Führung in die Halbzeit. Und dann wirkt es so ein bisschen wie ein Einbruch. Sehe ich das richtig? Ja, der Einbruch war eigentlich schon in der ersten Halbzeit zu sehen zum Ende hin, dass wir also nicht mehr so konzentriert waren und die deutliche Führung nicht dazu geführt hat, dass sie von der Körpersprache her gezeigt haben, dass sie hier das Spiel heute gewinnen wollen. Und dadurch haben sie natürlich den Schwerinerinnen immer wieder die Möglichkeit gegeben, wie mein Kollege schon sagte, die Lücken zu nutzen und die Tore zu machen und den Rückstand aufzuholen. Ja, uns ist aufgefallen, gerade zum Ende, ich meine, ihr hattet ja trotzdem eure Chancen, auch die Tore zu machen. Seid ihr letztendlich am Torwart gescheitert? Ja, am Torwart, der Torhüter war gut, vor allen Dingen auch die 7 Meter, die sie gehalten hat von Anne Weyer. Das waren natürlich auch entscheidende Bälle, das muss man auch so deutlich sagen. Daran kann sich natürlich auch eine Mannschaft aufbauen. Und aber wir haben auch letztendlich gerade von der Linksaußenposition schlecht geworfen und das ist auch mit ausschlaggebend gewesen. Ja, wir haben das eben in der Kabine noch vom Schiedsrichter gehört. Der konnte absolut nicht verstehen, dass du deine Torhüterin drin lässt. Letztendlich ist sie mit einer der spielentscheidenden Faktoren. Was gab den Ausschlag, sie im Tor zu lassen? Meine erste Torhüterin. Ja. Ja, ich habe großes Vertrauen zu Sina und habe eigentlich keine Veranlassung gesehen, sie zu wechseln. Zumal Sina sich sehr viel vorgenommen hat, denn sie hat im Hinspiel in Neubrandenburg der Mannschaft, ich will nicht sagen, einen Bärendienst erwiesen, indem sie dort die rote Karte bekommen hat. Und sie hat darum gebeten und hat auch daraufhin trainiert, dieses Spiel so zu gestalten, dass sie ein nicht unwesentlicher Faktor für den erhofften und erwarteten Sieg war. Und ich habe großes Vertrauen, wie gesagt, zu Sina und das wollte ich ihr eben ermöglichen. Und es ist in der zweiten Halbzeit insbesondere aufgefallen, dass der Block öfter mal gegriffen hat. Gerade Jeske hat da gut gestanden, hat den Ball immer wieder blocken können. Habt ihr das in der Pause angesprochen? Ja, nicht nur in der Pause. Das war von Anfang an die Absicht. Und ich denke, dass sich beide Mannschaften eigentlich sehr gut kennen und die einzelnen Spielerinnen so gut kennt, dass man eben weiß, was man da zu tun hat. Das ist bei uns logischerweise auch der Fall, dass wir wissen, dass die Anne Weyer eine gefährliche Rückraumschützin ist. Gänzlich ausschalten, wenn man das so sagen und formulieren kann und möchte, geht nicht. Aber ich bin nicht unzufrieden mit Ines und ihrer Abwehrleistung. Und dazu gehört, 1-2 geblockt zu haben. Ja, jetzt hat man die Tabellenführung abgegeben, wieder an Schwerin. Wie geht's für euch weiter? Ja, schwierig. Wir haben das Ziel, Landesmeister zu werden. Das
das Ziel haben die Mädchen, habe mit ihnen auch gleich in der Kabine darüber gesprochen, dass wir sicherlich auch über dieses Ziel jetzt neu sprechen müssen, was sie gedenken, und da haben sie letztendlich auch Zeit, sich Gedanken zu machen, bis zur nächsten Woche diese Dinge, die hier heute aufgetreten sind, die nicht zum Erfolg geführt haben, die haben wir eigentlich klar angesprochen, wie sie dieses Ziel noch erreichen wollen, was da letztendlich auch passieren muss, und dann werden wir sehen. Das nächste Spiel, wann habt ihr das? Wo spielt ihr? Wir spielen nächste Woche in Stralsund. Und dann, weiß ich gar nicht, haben wir noch eine volle Weihnachtspause noch. Kann sein, dass wir noch ein Spiel haben, aber da ist ja auch nochmal Landesauswahllehrgang und so weiter. Also nächste Woche erstmal Stralsund, und dann werden wir gucken in den Januar hinein, wie es dann weitergeht. Ja, dann wünschen wir euch viel Glück. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Mal gucken, was bei rauskommt. Und die Frage wäre noch, wie geht das dann nächstes Jahr weiter in der A-Jugend? Wie viele Mädchen gehen raus, die hier aus dem Jahrgang? Na, aus diesem Jahrgang gehen 3 Mädchen raus. Sie sind Jahrgang 94. Sie bleiben also weitestgehend zusammen, die Mannschaft. Ja, dann hätte man notfalls auch die Möglichkeit, nächstes Jahr nochmal anzulaufen, oder? Ja, es ist ja eine Reform, eine Spielklassenreform, auch im Nachwuchsbereich. Im Nachwuchs ist es ja so, dass wir dann in der MV-Liga spielen werden, in der B-Jugend, und dann mit dem Berliner Meister bzw. Brandenburg-Meister die Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften ausspielen, also ermitteln. Ja, dann wünschen wir dabei erstmal viel Glück für die weiteren Saison, für die nächsten Spiele. Und für euch ist auch natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter für euch? Ja, wir hatten ja im bisherigen Saisonverlauf faktisch noch kein Heimspiel. Wir haben die Punkte, die Neubrandenburg bisher erreicht hat, die wir eben auch haben, die haben wir alle auswärts geholt. Insofern war ich generell erstmal zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht hatten, punktemäßig. Jetzt kommen eben dann eigentlich alle Heimspiele. Wir haben jetzt noch bis zum 19. Dezember 2 Heimspiele. Dann starten wir im Januar am 8. auch gleich wieder mit einem Heimspiel. Und da ist eben das Ziel, die heute alleinig errungene Tabellenführung zu verteidigen, in der Hoffnung, dass wir etwas fürs Torepolster machen können. Möglicherweise entscheidet sich die Landesmeisterschaft über das Toreverhältnis. Bis zum heutigen Tag war es ja auch schon so. Ja, und dann, wir haben auch das Ziel, Landesmeister zu werden. Insofern wird es ja schon noch spannend. Und wir haben im letzten Jahr bei der NOHV-Meisterschaft Blut geleckt und fanden das toll. Und da möchten wir wieder hin. Ja, das ist eine klare Aussage. Dann wünschen wir da auch viel Glück. Wir bedanken uns für das tolle und kurzweilige Spiel. Das war ein wirklich tolles Spitzenspiel hier heute in Schwerin mit beiden Mannschaften. Vielen Dank dafür, und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.